Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei Dragon Mania Legends. Ich würde sagen, wir legen erstmal los. Wir werden natürlich erstmal nochmal ein bisschen Nahrung hier produzieren. Oder wollen wir das erstmal aufwerten? Können wir das überhaupt upgraden? Nee, da fehlt uns auf jeden Fall noch ein bisschen Gold. Von daher müssen wir hier natürlich erstmal nochmal ein bisschen Nahrung produzieren. Ich denke, das ist dann die sinnvollere Variante. Aus dem Grund würde ich sagen, legen wir hier auch erstmal los. Produzieren hier nochmal ein bisschen Nahrung und gucken dann natürlich, was wir hier heute im Laufe des Let's Play noch so auf die Reihe kriegen. Also keine Ahnung. Ich bin gespannt. Hier sammeln wir erstmal noch mal ein bisschen was ein. Und dann würde ich sagen, können wir den natürlich erstmal aufleveln, wenn wir wollten. Winterhabitat, was kostet das? 4000. Das könnte man sich so ja vielleicht eventuell so ja leisten. Level 3, was ist das? Level 1. Okay, was kostet das? 18.000, da können wir uns natürlich erstmal nicht leisten. Dann würde ich sagen, was haben wir hier? Was haben wir hier? Uraltes Portal. Was kostet das? Sofort upgraden 50. Hier können wir weiter zocken, wenn wir wollten. Das können wir dann später machen. Aber ich würde sagen, wir checken hier erstmal die Lage. Was haben wir hier? Hier haben wir erstmal ein Eier am Start. Eine Bruthöhle. Wie lange dauert das? Weiß ich nicht. Können wir auch nicht verbessern, aber wir könnten eventuell so ja nächsten Drache produzieren bzw. kreuzen. So, Habitat haben wir hier natürlich, Wind, Wasser, Erde, Gebäude haben wir auch, ne? Ein Jungbrunnen. Feuertempel, Alter, ist jetzt ein Windtempel, ein Erdtempel, Wassertempel, Dekoration, Angeboten, Karten, Pakete. Auf jeden Fall ist hier ein bisschen was zu holen, also da können wir auf alle Fälle noch ein bisschen was machen. Wir werden jetzt hier natürlich gucken, können wir das aufwerten. Erreiche Level 16, um den Drachen zu verzaubern. Okay, dann würde ich sagen, legen wir hier erstmal los. Werden dann natürlich, wie sie auch nicht, wen wollen wir kreuzen, mit wem? Erde und Feuer, würde ich sagen. Ich weiß ja auch nicht, wen wir vorher drin hatten. Dann nehmen wir hier Wind. Und mit den Beinen probieren, aber mit den Beinen, ich weiß es echt nicht. Ich würde sagen, wir probieren so erstmal aus. Wir werden dann erstmal gucken. Oh, den haben wir schon. Das ist natürlich gleich vorbei. Das heißt natürlich, da müssen wir gucken. Was können wir hier Preise anfordern? Wen haben, Alter, noch heute die Belohnung. Was haben wir da für ihn? So, Drachenteile, Neujahrsleckerei. Das fordern wir natürlich erstmal ein. Dann würde ich sagen, schließen wir das erstmal wieder. Und könnten, was haben wir hier, gratis Edelsteine Video ansehen, wollen wir nicht, wir drehen hier, können wir hier am Rad, drehen Glücksrad, welche Preise sie gewinnen. Und kurz wieder, extra drehen, Glücksrad. Hallo, warum dreht er sich denn nicht? Keine Ahnung. Video will ich mir nicht ansehen, von daher, naja, keine Ahnung, keine Peilung. So, verpasse eine Brüthöhle, wenn du mehr Platz benötigst. Okay. 150 Edelsteine, wie soll ich denn das machen? Das können wir natürlich erstmal knicken. Kann ich das Ei hier auch wegschmeißen? Züchtengrundlagen aus der Zucht der Drachen niedriger Level geht normalerweise gewöhnlicher Nachwuchs hervor. Aus Zucht von Drachen höherer Level geht normalerweise ungewöhnlicher und seltener Nachwuchs hervor. Okay, 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 gut zu wissen. Aber wie gesagt, ich will jetzt natürlich noch ein bisschen was machen. Das Problem, was ich eigentlich nur habe, könnte man natürlich upgraden, okay. Hm.
Mann, ey, die kann ich dann eben verbessern, Alter. Wie soll ich denn das machen? Hier haben wir erstmal ein Ei. Gut, okay, dann gucken wir hier erstmal rein. Was gibt es hier überhaupt für uns? So ein Lavadrache. Den platzieren wir natürlich erstmal hier. Okay. Portal aufgefüllt. Einfordern. So, dann könnte man den natürlich erstmal pimpen. So, dann haben wir den natürlich erstmal auf Stufe Nummer 4. Das heißt für uns natürlich, wir können jetzt hier natürlich nochmal in den Rind klatschen. So, das werden wir natürlich auch erstmal tun. Dann nehmen wir erstmal den hier. Und dann würde ich sagen, nehmen wir boah, den hier mit drin. Probieren mit den Beinen mal aus. Gucken, was am Ende geht. Wie lange müssen wir warten? 2 Stunden. Naja, gut, okay, damit kommen wir klar, denke ich. So, dann haben wir das auch erstmal so weit erledigt. Könnten hier natürlich nochmal gucken, was haben wir hier? Wähle sorgfältig dein Drachenteam, bevor du in die Schlacht ziehst. Kreuz einen Erddrachen mit einem Feuerdrachen, okay. Hilf deinem neu geschlüpften Drachen dabei, Level 5 zu erreichen. Alles klar, das heißt natürlich, wir müssten jetzt nochmal. Da kommen wir jetzt ja an die Ruft, das ist natürlich bitter. Können wir dann erst später machen, wenn das hier natürlich erledigt ist. Von daher würde ich sagen, lassen wir das natürlich hoch erstmal sein, weil das ist das hier, Video ansehen. Hier können wir nochmal am Rad drehen, okay. Dann haben wir hier ein Geisterschiff aktivieren. Was müssen wir hier? 180.000. Was können wir hier überhaupt machen? Man sagt, dass ein bisschen diese Schiffe beweist, dass Besucher aus der ganzen Welt hier Schiffbruch erlitten. Vielleicht gibt es hier etwas Wertvolles zu finden. Okay, gut zu wissen. Dann haben wir hier natürlich was. Und zwar Bauernhilfe, Dr. Hockwin, die Akademie wieder auf. Das haben wir erledigt. Das ist natürlich geil. Was können wir jetzt machen? Ich habe diesen Ort wirklich außer Kontrolle geraten lassen, schon bevor die Wikinger angegriffen haben. Ich werde dir davon erzählen, während wir hier aufräumen. Okay, du musst deinen Drachen anweisen, Fertigkeit in der Akademie zu erlernen, indem du eine davon berührst. Okay. So, die Elemente des Drachen sind unten aufgelistet. Wähle eines aus, das du magst, um ihn mit einer mächtigen Fertigkeit zu verbessern. So, hier erstmal Feuer. Kluge Entscheidung. Du hast Feuer ausgewählt. Wie du siehst, umfassen alle Fertigkeiten 6 Level. Okay. Die letzte Stufe ist die Meisterung. Du musst aus 2 sehr speziellen Effekten auswählen, wenn du dort angelangt bist. Ich weiß, ich bin etwas vorschnell. Vergib mir, ist das alles, ah ja, die Schriftrollen, was ist damit? Du brauchst Schriftrollen, um Fertigkeiten zu lehren. Und du kannst sie in Kämpfen einsammeln. Gewinnen 3 Sterne im Kampf, um die Schriftrollen vor den Wikingern zu bergen. Okay, das war's, junger Freund. Jetzt lasse ich dir Zeit, um alles selbst zu erkunden. Sei vorsichtig. Wissen ist Macht. Okay. Dann können wir das natürlich erstmal aktivieren für 3000. Fügt dir mal 6 Schaden zu. Wisst ihr, was das jetzt bringt? Aber gut, okay, jetzt denke ich mal, werden wir das erstmal erforschen und verbessern uns somit natürlich hoch. Gucken hier nochmal rein, was haben wir hier noch? Hier, besiege einmal einen Drachen mit Drachenzorn. Wenn im Winter wieder ein verbessert, werden die Drachen in der Lage sein, mehr Gold zu sammeln. Würde ich sagen, machen wir das doch erstmal. Haben das Windhabitat natürlich jetzt erstmal ausgebaut. Haben natürlich kohletechnisch kaum noch was auf Tasche, aber ich denke, scheiß drauf. Schicke deinen Feuerdrachen in die Akademie, um die Fertigkeiten explosive Ergebnisse zu erlernen. So, da sind wir bei. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich das hier nochmal. Verbessere die Windhabitat. Okay. Ich denke, geschlüpft nochmal, okay. Und dann würde ich sagen, besiege. Okay, das probieren wir gleich mal mit Drachenzorn. Gucken, was da geht. 666. Dann müssen wir uns erstmal noch mal ein bisschen pimpen. So, dann nehmen wir erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Können den eigentlich noch mal pimpen.
So, jetzt haben wir keine Nahrung mehr, von daher wird es jetzt natürlich hammerhart für uns. Ich weiß auch ja nicht, können wir überhaupt in den Kampf gehen? Haben wir jetzt alle drei mit am Start? Ah, wir haben ja keine anderen. Ah, das ist natürlich bitter. Den hätten wir noch. Und dann haben wir aber keinen mehr. Das heißt natürlich für uns, wir können heute nicht mal in den Kampf gehen. Das ist natürlich eine richtig miese Kiste. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar neue Drachen. Von daher müssen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten, ein bisschen Tee trinken und gucken, was hier am Ende so geht. Wie gesagt, hier müssen wir auch noch warten. Von daher würde ich mich für heute erstmal wieder verabschieden. Ich denke trotzdem, dass wir ein bisschen vorangekommen sind. Klar, wir müssen natürlich noch ein bisschen was machen. Müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen sparen, um am Ende dann natürlich noch ein bisschen was zu reißen. Aber ich denke, so langsam aber aber sicher, kommen wir hier voran. Wow, okay. Dann würde ich sagen, schließen wir das erstmal. Schicke einen Feuerdrachen in die Akademie und Fertigkeit. Okay, einfordern. Dann haben wir das nämlich erstmal erledigt. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal nochmal rauf. Füttern den natürlich erstmal nochmal ein bisschen. So, und dann würde ich sagen, könnten wir jetzt eigentlich mal probieren, in den Kampf zu gehen. So, dann würde ich sagen, probieren wir mit den dreien mal aus. Gucken, was hier am Ende bei rauskommt. Noch ein hässlicher Wasserspeier. Na toll, ich erinnere mich als Dragolan ja noch nicht von dem Kunstverständnis dieser Idioten verschandelt war. Okay, wenigstens weiß ich, woran ich meinen Ärger auslassen kann. Lass uns kämpfen. So, dann legen wir erstmal los. Können jetzt natürlich gucken, wen ziehen wir am meisten ab. Da würde ich sagen, greifen wir erstmal den hier oben an. Nein, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ah, bitter. Alter, die ist ja monsterkrank. So, perfekt. Den kloppen wir natürlich erstmal weg. So haben wir natürlich nur noch zwei gegnerische Drachen, die uns hier irgendwie gefährlich werden können. Aber ich denke, wir kriegen es trotzdem auf die Kette und können den Gegner hoffentlich am Ende platt machen. Oh, der hat gesessen. So, dann hauen wir erstmal. Ist eigentlich egal, wen wir weghauen. Hauen wir den erstmal weg. Und wir haben jetzt natürlich nur noch einen gegnerischen Drachen hier am Start, der uns natürlich irgendwie gefährlich werden kann am Ende. Aber ich glaube, eigentlich kann hier nichts mehr passieren. Den kloppen wir weg und somit haben wir natürlich den nächsten Sieg am Start. Noch mehr Schriftrollen, die Wikinger sind Idioten. Aber ihr lascher Ordnungssinn kommt mir sehr gelegen. Sehr schön. Dann haben wir das natürlich erledigt. Haben hier natürlich Schutzfelsen, die sieben abgeschlossen. Kriegen dann natürlich hier ein bisschen was. Von daher passt es natürlich auch. VIP-Ticket kaufen. Nee, wollen wir nicht. Von daher gehen wir hier erstmal wieder zurück und sind für heute auch erstmal wieder so weit durch. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wäre auf jeden Fall ein fettes Ding von euch, wenn er wieder einschaltet. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier aber nochmal kurz in den Kampf. So, probieren wir mit den dreien gleich nochmal aus und gucken einfach mal, ob wir es schaffen können. Hier am Ende eventuell so ja die drei Sterne zu holen. So, dann hauen wir den erstmal weg, würde ich sagen. Oh, das hat gereicht am Ende. Den kloppen wir erstmal weg. Das heißt natürlich, wir haben jetzt nur noch zwei Gegner hier am Start. Gucken, was die am Ende machen. Aber ich denke, wir haben ja ganz gute Karten. Wenn der Gegner so weiter angreift, dann eventuell auch nicht. Mal gucken. So, okay. Oh, wow. So, dann holen wir den weg und dann haben wir natürlich nur noch einen Gegner hier am Start, der uns gefährlich werden kann. So, dann nehmen wir dem erstmal eine mit. Sind jetzt hoffentlich nochmal dran, ne?
Und dann müssen wir natürlich hoffen, dass der Gegner uns nicht wegkloppt. Müssen wir mal gucken. Oh, wow, 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 wow. Das hat gerade so gereicht. Das war auf jeden Fall eine knappe Kiste, muss ich sagen. Damit machen wir natürlich am Ende alles klar. Holen uns hier auch hier den dritten Stern und haben damit natürlich die nächste Schriftrolle gewonnen. Das ist natürlich geil. So, dann haben wir das erledigt. Haben wir die Schriftrolle am Start. Gehen hier erstmal wieder zurück und sind für heute auch erstmal wieder so weit durch. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Hoffe natürlich, dass ihr am nächsten Let's Play wieder mit am Start seid. Also wie gesagt, ich würde mich freuen. So, was machen wir dann? Wir klatschen hier natürlich nochmal in Rinn. Oh, 15.000 können wir uns ja nicht leisten. Von daher müssen wir da erstmal ein bisschen sparen. Aber ansonsten sind wir für heute erstmal wieder durch. Was haben wir hier? Hier können wir ein bisschen was einfordern. Okay. Können wir hier nochmal schließen. Was haben wir hier? Oh, wow, 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 was haben wir denn hier für ihn? Geile Sache, den platzieren wir, verbessere deine Bruthöhle, wenn du mehr Plätze benötigst. Okay, wir müssen unsere Bruthöhle auf alle Fälle verbessern, haben hier natürlich aber nicht genug Diamanten, von daher müssen wir da natürlich erstmal warten, ansonsten würde ich mich natürlich für heute erstmal wieder verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich würde natürlich auch mal gerne von euch wissen, soll ich es weiter zocken oder sagt er, naja, so cool ist die App jetzt nicht. Also wie gesagt, schreibt mal eine Kommentare. Wir sind durch für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.